Hallo, ich grüße euch zum Wochenausblick hier bei Kachelmann Wetter. Wir schauen natürlich, wie es mit der Hitze aussieht in dieser Woche. Eine Hitzewelle wird uns bevorstehen, Höhepunkt am Donnerstag wahrscheinlich im Westen von Deutschland. Wir schauen uns zunächst die Wetterlage an und da sehen wir jetzt mal für den Donnerstag, dass sich ein großes Hochdruckgebiet über Mitteleuropa aufbaut, verlagert sich so nach Nordosteuropa und zwischen diesem Hoch und einem Tief auf dem Atlantik strömt eben verbreitet heiße Luft nach Deutschland. In den nächsten Tagen wird sich das von Tag zu Tag eben weiter steigern, mit Werten verbreitet über 30 Grad. Und wir sehen diesen lilanen Pfeil, das ist wirklich Rekordhitze, die sich von Frankreich vor allem so Richtung Belgien und Niederlande am Donnerstag ausbreiten wird und eben dann auch noch so den äußersten Westen von Deutschland erfassen wird. Wir schauen uns die Höchstwerte mal an, wie sich das entwickeln wird. Wie gesagt, die letzten Wolken verziehen sich erstmal so am Dienstag. Es wird verbreitet dann viel Sonnenschein geben. Und wir sehen dann am Dienstag wird es schon vielerorts über 30 Grad heiß, wie ich ja schon sagte, die höchsten Werte im Westen. Es steigert sich dann schon am Mittwoch mit über 35 Grad im Westen und Südwesten von Deutschland. Und dann schauen wir uns den Donnerstag an. Da gibt es noch ein paar Unsicherheiten. Ich blende noch mal eine Karte ein, denn der Sahara-Staub könnte auch wieder ein Thema werden, dass dadurch eben die absoluten Höchstwerte etwas gedämpft werden. Das kommt den meisten wahrscheinlich dann doch eher zugute, wenn es nicht so extrem heiß wird. Aber dieser Sahara-Staub macht vielleicht so 1 bis 2 Grad maximal aus. Also tierisch heiß wird es so oder so. Jetzt kommen wir aber zu den Höchstwerten am Donnerstag und wir sehen eben vor allem so westlich von uns Richtung Frankreich über die Belgien und die Niederlande wahrscheinlich sogar Potenzial für 40 Grad oder sogar etwas mehr. Und die könnten auch die 40 Grad Marke so Richtung Niederrhein eventuell geknackt werden, wo wir eben im Bereich der Rekorde liegen. Aber wie ich ja schon sagte, ob 39 oder 40 spielt im Grunde keine Rolle. Also vor allem so vom großen Südwesten rüber dann in den gesamten Westen und Nordwesten, da wird es sehr heiß werden. Mit verbreitet dann wahrscheinlich 37 bis 39 Grad und eben Potenzial für die 40. Schauen wir uns in den nächsten Tagen noch etwas genauer an. Es wird natürlich hier täglich ein Video geben jetzt zur aktuellen Hitze. Also abonniert unseren Kanal, da seid ihr immer auf dem Laufenden. Wir blicken noch kurz auf einen Trend. Ihr könnt natürlich immer den 14-Tage-Trend anschauen. Der wird jetzt gegen Mittag wieder aktualisiert, zweimal täglich. Wir sehen hier für Frankfurt dann Richtung Wochenende eben die Unsicherheiten, dass es hier dann eben entweder etwas abkühlen wird oder die Hitze sogar noch weitergeht. Auch das müssen wir noch ein bisschen abwarten. Es ist ja noch etwas hin. Lassen wir die Hitze erstmal rankommen und schauen dann, wie lange sie bleibt. Ich habe noch eine weitere Karte hier mal für den Freitag vorbereitet. Da sehen wir, dass diese Kaltfront sich wahrscheinlich so dem Westen nähert. Dann werden natürlich auch so Richtung Freitag und Wochenende Gewitter eventuell und Unwetter im Westen erstmal ein Thema werden. Möglicherweise auch eine Luftmassengrenze zum Wochenende. Aber das behalten wir natürlich dann im Auge, wie sich sie in den nächsten Tagen entwickeln wird. Also abonniert unseren Kanal, dann seid ihr immer auf dem Laufenden. Bis morgen schon zum nächsten Video. Ich sage bis dann und ciao.